herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Bettina Tietjen. Einen wunderschönen guten Abend. Es gibt ja im Englischen den schönen Begriff Anchorman für einen Moderator, der uns im Fernsehen das Weltgeschehen erklärt und dabei wie ein Anker dafür sorgt, dass wir nicht weggerissen und weggespült werden von all den Turbulenzen und Ereignissen, mit denen wir manchmal überfordert sind. Zu ihm hat dieser Begriff immer hervorragend gepasst. Und auch wenn er schon seit 16 Jahren nicht mehr die Tagesthemen moderiert, ist er zum Glück noch immer da, um wichtige Fragen zu beantworten. Ulrich Wickert zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Heute ist ja Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident wiedergewählt worden. Warst du eigentlich jemals Wahlmann? Nein. Ich habe diesmal gedacht, es wäre ganz schön, Wahlmann zu sein. Aber, habe ich mir wiederum gesagt, ich werde niemand darum bitten, denn ich bin eine unwichtige Person. Viel wichtiger ist, dass dort Lehrerinnen sind, Schüler sind, Ärzte sind und solche Leute, die wirklich in der Gesellschaft eine Rolle spielen und dass die mal dahin können als Dankeschön. Ja, und das ist auch ein buntes Völkchen. Eine Drag Queen war ja wieder dabei, habe ich gesehen, eine Rapperin, also wirklich total bunt zusammen. Ja, wobei, das weißt du, wir Journalisten haben es viel einfacher. Ich war mal bei einer Wahl eines Bundespräsidenten, aber als Journalist. Ja, eben, dann bist du ja trotzdem, trotzdem dabei. Mit. Aber hättest du ihn, also wenn du es hättest, gedurft hättest, hättest du ihn gewählt? Natürlich. Warum ist er ein guter Bundespräsident? Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Bundespräsidenten. Wenn wir uns mal angucken, was für in der Reihe der Bundespräsidenten wir hatten, die wir bisher hatten, steht er heraus als einer, der das ist, was man von einem Bundespräsidenten haben will. Er ist seriös, er verkörpert etwas, was meines Erachtens zur Zeit passt. Und er hat ja auch schon gezeigt, dass er also auch von Fach her sehr gut sein kann. Gleich als er Bundespräsident war, hatte er ein Riesenproblem, nämlich muss er den Bundestag wieder auflösen, weil die FDP damals nicht Koalition machen wollte. Aber er hat die SPD überredet, in die Große Koalition noch mal zu gehen. Was heute für die SPD, die damals das gar nicht mochte, wahrscheinlich ein Segen war. Sonst wäre Scholz nicht Kanzler geworden. Mut und Zuversicht zu verbreiten, das ist das eine. Welche weiteren Aufgaben hat ein Bundespräsident? Warum ist dieses Amt so wichtig? Das Amt ist deswegen wichtig, weil er über den Parteien stehen soll. Er soll sozusagen, ja, der Vater der Nation sein. Das klingt natürlich dann immer sehr pathetisch. Aber ich finde, er hat in seiner Rede heute etwas sehr, sehr Schönes gezeigt, was wieder beweist, wie wichtig so ein Mann ist, der über den Parteien steht. Er hat nämlich den Kandidaten der Linkspartei angesprochen und hat gesagt, Sie stehen für Obdachlosen. Sie setzen sich dafür ein. Und Sie wissen, dass ich das auch tue. Und ich würde vorschlagen, kommen Sie auf mich zu, lassen Sie uns zusammen etwas machen. Fand ich eine großartige, sehr persönliche Moment in dieser Rede, weil man plötzlich sagt, das ist nicht nur die Weltpolitik, das ist nicht nur Herr Putin, dem man etwas sagt. Mhm. Ich fand zum Beispiel ganz wichtig, und das sagt eigentlich sonst in der Politik gar nicht, dass er so dynamisch für die Demokratie sich einsetzt, sich so gegen Hass und Hetze einsetzt und eben da auch Position bezieht. Es ist immer so eine Gratwanderung. Ne? Die einen sagen, er muss sich noch viel mehr einmischen. Die anderen sagen, er mischt sich zu viel ein. Also man muss ja die Momente auch gut wählen. Aber du hast ja gerade in diesem Film gesehen, diesen einen Satz, den er in Yad Vashem gesagt hat. Das ist ein ganz wichtiger Satz, dass er nämlich gesagt hat, ich würde gerne hier sagen, dass in Deutschland sowas nicht wird. Aber ich kann es nicht sagen, weil es nicht stimmt. Und das dort zuzugeben, das hat dieselbe Qualität wie die berühmte Rede von Weizsäcker, als er gesagt hat, 1945 sind wir Deutschen befreit worden. Mhm. Und das war ein ganz wichtiger Satz. Ja, merkwürdigerweise wird dieser Satz, er wird gar nicht so oft zitiert mit seinen doch sehr wirklich wichtigen und guten Aussagen wie Weizsäcker und wie Herzog. Ne? Woran liegt das? Ja, hat ja noch 5 Jahre Zeit. Na gut, hat noch 5 Jahre Zeit. Aber wird es nicht eigentlich auch mal Zeit für eine Frau, für eine Bundespräsidentin? Naja, ich meine, hätte man ja immer haben können, die CDU, die ja die jetzt gesagt hätte, man bräuchte eine Frau, die haben ja mehrmals die Möglichkeit gehabt, eine Frau vorzuschlagen. Ich finde, man hätte jetzt schlecht sagen können, da haben wir jemanden, der 5 Jahre lang das hervorragend gemacht hat. Warum soll man den ersetzen? Als Nachfolge? Ja, na, warum nicht?
Ja, haben wir 5 Jahre Zeit, dann noch eine gute Frau zu suchen. Ja, ich nehme 5 Jahre Frau Baerbock, Außenministerin, würde sie eine gute junge Präsidentin machen. Vielleicht möchte sie aber noch weitermachen dann als Außenministerin. So, ich habe heute übrigens bei Facebook gelesen, da haben mehrere angemerkt, Ulrich Wickert sollte doch mal in die Politik gehen. Aber das hätte dich nicht gereizt, oder? Weißt du, ich glaube, dass ich dafür nicht die richtige Person bin. Ich habe zu sehr meine eigene Meinung. Und wenn man in der Politik ist, dann muss man ja dann doch mal das so sagen, weil es in der Partei grummelt. Und ich finde, es ist gut, dass ich es nicht getan habe. Oh, bevor wir weiterreden, wirft Marion Pühning mal kurz einen Blick zurück auf Ulrich Wickerts abwechslungsreiches Journalistenleben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ach, war das nett mit Ulrich Wickert. Humorvoll, schlau und spontan. Das war meine Retourkutsche, ne? Ein Journalist durch und durch. Könnte es nicht besser sein? Alles kann besser sein. Er arbeitet als Korrespondent in Washington, New York und Paris, wo er sich wie zu Hause fühlt. Todesmutig stürzt man sich auf Pflaster, ohne die ankommenden Autos zu bemerken. Als Jurastudent will er Diplomat werden. Wäre dann nicht sein unbändiger Wissensdurst. Als Journalist interviewt er bedeutende Persönlichkeiten und bleibt auch immer nah dran an den Menschen. Opfer von Rassismus sind als Erste immer die Algerier, meint Mustafa, der seit 31 Jahren in Frankreich lebt. Dann wird er sesshafter. 15 Jahre lang moderiert er die Tagesthemen. Guten Tag, guten Tag. Fürchten Sie nicht, dass dieses Ergebnis zeigt, dass Sie die falsche Parteivorsitzende sind? Und nun in eigener Sache, leider bestimmt ein Tief namens Ulrich, das Wetter. Dafür ist seine Meinung immer noch hochgefragt. Journalist und Bestsellerautor Ulrich Wickert. Ja, apropos Bestseller, dein Bestseller aus dem Jahr 1994, Der Ehrliche ist der Dumme, ist ja jetzt in der Neuauflage wieder da mit einem neuen Vorwort, weil das Thema aktueller ist denn je. Und es ist schon wieder ein Bestseller. Ja. Das Irrsinnige ist, dass sich eigentlich wenig geändert hat seitdem. Wenn man mein Vorwort liest, ja, dann merkst du plötzlich, welches Problem wir haben, auch bei unseren Vorbildern. Nicht? Da gibt es diesen berühmten jungen Mann von der Tankstelle, der erschossen wird von einem Typ, der hinterher sagt, ja, ich habe ihn erschossen, weil er die Regeln einhalten will. Und dann haben wir einen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Herr Kubicki, der sie angibt damit, dass er während der Corona-Zeit, als alles geschlossen war, immer in seine geschlossene Kneipe gegangen ist und da natürlich mit den Leuten gefeiert hat und gesagt hat, ich habe von meinem Recht auf autonomes Handeln, habe ich mir einfach mal durchgezogen. Ne? Mhm. So, aber wenn diese Leute Vorbilder sind, die sowas sagen, ich kann doch entscheiden, ich brauche die Regeln nicht mehr einzuhalten, dann wird der Ehrliche ja auch sagen, ich bin der Dumme, wenn ich so. Da brauchen wir ja nur zu gucken, zum Beispiel jetzt, wie viele Banker verurteilt werden, auch aus Hamburg einer, weil sie Milliarden dem Steuerzahler geklaut haben durch Cum-Ex-Geschichte. Da sitzen Unternehmer von Autofabriken im Gefängnis, weil sie die Autokäufer beschissen haben. Das heißt, was ist eigentlich los? Der Ehrliche meint doch, warum soll ich ehrlich sein? Bin ich doch der Dumme. Ja, deswegen ist das eine wichtige Botschaft. Wenn du dich so umguckst in der momentanen Zeit, also wir haben ja nicht das Corona-Problem, wir haben ein ganz großes Problem in der Ukraine. Es ist schon von der Gefahr eines Dritten Weltkriegs die Rede. Besorgt dich das? Ich finde, dass die Ukraine mir schon Sorgen macht, denn ich fürchte, es wird den Krieg geben. Wenn man guckt, wie Putin denkt. Putin hat im letzten Jahr noch einen Text geschrieben, wo er sagt, Russland, die Ukraine und Weißrussland, die gehören eigentlich zusammen. In der Geschichte waren die ja immer eigentlich eins. Wenn der das vor einem Jahr so gesagt hat, dann ist das für mich die logische Konsequenz, wenn er da jetzt 100.000 Soldaten hinschickt, die Flotte im Schwarzen Meer an die ukrainische Küste schickt, da würde ich sagen, der macht das doch nicht aus Spaß, der macht das doch nicht, um den Westen zu ärgern, der macht das, um dort einzumarschieren. Mhm. Aber was wird das bedeuten, wenn das passiert? Krieg. Und ja, in welche Form von Krieg? Also es gibt ja einen konventioneller Krieg oder wird das sich so... Nein, ich glaube nicht, dass es einen Atomkrieg geben wird, sondern das wird erstmal ein lokaler Krieg sein. Aber es kann ja schnell auch auf uns übergreifen. Nein, es kann auf uns nicht übergreifen. Also das sehe ich nicht.
Erinnerst du dich an eine vergleichbare Situation, eine vergleichbare Krise in all den Jahren, in denen du journalistisch aktiv warst? Also wir sollten ja nicht vergessen, dass Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre eine Riesenkrise gewesen ist, weil die Russen neue Raketen, die SS-20, aufgestellt haben. Und plötzlich die Frage war, wie reagiert der Westen? Und da hat Helmut Schmidt sich unglaublich dafür eingesetzt, dass die Amerikaner ihre Pershing-Raketen hier in Europa aufsetzen. Hat ja bei uns bedeutet, dass die ganze Friedensbewegung dagegen gewesen ist. Also das war eine Situation, die vielleicht noch viel schwieriger gewesen ist. Stimmt, ich erinnere mich auch. Ne? Es gab schon solche Momente. Aber wenn man sich so einen Mann wie Putin anguckt, was hat der für ein Wertesystem? Ich meine, es geht ja bei dir auch viel um Werte, um Moral. Was hat dieser Mensch für eine Moral, der sich so verhält und wirklich einen Weltkrieg riskiert? Ich glaube, dass für ihn das nicht eine Frage der Moral ist, sondern für den, der sagt einmal, ich habe Recht, ich habe die Macht. Und weil ich die Macht habe, kann ich jetzt diesen Krieg riskieren. Aber kann man mit einem Mann, der so machtbesessen ist, überhaupt diplomatisch, kann man da überhaupt einen Dialog führen? Ist er überhaupt empfänglich noch für normale Argumente? Das kann ich nicht beurteilen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, was in den letzten 30 Jahren eigentlich passiert ist. Wenn wir genau hingucken, dass, als es der Einheitsprozess war, da haben ja Leute wie Kohl, wie Genscher, wie Baker, wie Mitterrand und so weiter, die haben ja alles mit dem Gorbatschow und diesen Leuten geredet. Und der Gorbatschow hat ja lange gezögert zuzustimmen und hat dann zugestimmt, als er gesagt hat, gut, aber dann dürft ihr die NATO nicht ausweiten. Und dann hieß es, als die Deutschen dann gesagt haben, gut, wir werden keine NATO-Truppen in Ostdeutschland stationieren, dann hat der Gorbatschow damals im berühmten Treffen mit Kohl im Kaukasus gesagt, okay, ich mach das. Ja, und dann haben die Amerikaner hinterher alles dafür getan, dass natürlich die NATO ungeheuer ausgebreitet wurde. Die Amerikaner haben noch vor 20 Jahren versucht, die Ukraine und Georgien in die NATO hineinzukommen. Das hat Außenminister Steinmeier und die Franzosen dann verhindert, indem die Deutschen und die Franzosen Nein gesagt haben. Aber da war ein großer Fehler der Amerikaner, der so weit geht, dass Obama ja irgendwann gesagt hat, die Russen sind nur eine Regionalmacht. Und das führt natürlich bei jemandem wie Putin dazu, dass der plötzlich sagt, ich werde es euch mal zeigen. Kant für dich auch ein wichtiger philosophischer Wegbegleiter in deinem Leben? Das Interessante, dass Kant es nicht war, weil ich immer Angst hatte, die Philosophen verstehe ich gar nicht. Und als ich mich an dieses Buch Der Elis der Dumme gemacht habe, habe ich nicht Aristoteles oder Kant oder sowas gelesen, sondern Emile Durkheim, den französischen Soziologen und Vater der französischen Pädagogik, der ein Buch geschrieben hat, Erziehung, Moral und Gesellschaft. Mhm. Und da habe ich plötzlich verstanden, was es ist. Und von dem habe ich dann mich durchgearbeitet zu den Teilen Kants, wo es um die Aufklärung geht, wo es um die Vernunft geht. Dieser berühmte Satz, den du zitiert hast, der geht natürlich weiter. Leider haben die Leute häufig nicht den Mut, sondern sind zu dumm und zu faul, sich der Vernunft zu bedienen. Ja, das ist ja auch anstrengend, ne? Oft anstrengend, sich nach der Vernunft zu gehen. Finde, auf der anderen Seite ist es doch schön. Ja, ja, klar. Aber dieser kategorische Imperativ, ja. Von dem ja gerade auch die Rede war, gelingt dir das immer in deinem Leben, also das zur Grundlage deines Handelns zu machen? Also für die Leute, die den kategorischen Imperativ sehr schwierig finden, sage ich immer, die goldene Regel gibt es ja auch. Da fügt jemand anders nicht das zu, das du nicht willst, dass man dir doch tut. Also das ist ja quasi genau das Gleiche. Gelingt es immer? Man versucht's. Man versucht es. Du hast eben das auch mit den Vorbildern erwähnt. Wie wichtig sind im Leben Vorbilder, Menschen, an denen man sich orientieren kann? Ja, vielleicht sind es nicht unbedingt Menschen, sondern Dinge, die die Menschen gesagt haben. Also für mich ist ein Satz, den John F. Kennedy transportiert hat, der stammt angeblich von Jefferson. Aber John F. Kennedy hat gesagt, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst.
Und als Kennedy regierte, in Amerika noch nicht erschossen worden war, studierte ich in Amerika, hatte ich ein Stipendium. Und dieser Satz hat mich so beeindruckt, dass ich mich immer daran erinnert habe. Und ich kam aus Amerika zurück, studierte in Bonn und habe mich sofort ins Studentenparlament wählen lassen, weil ich gesagt habe, ich muss Verantwortung übernehmen. Und das ist etwas für mich, ein Kernsatz, immer bis heute gewesen. Und das ist vielleicht mit einer der Gründe, weswegen ich so ein Buch geschrieben habe, dass ich gesagt habe, warum handeln die Leute gegen die Interessen des Staates? Also, ich gehöre zu den etwas kindlichen Leuten, die immer noch gerne Comicstrips lesen. Und in der New York Times, da gibt es ja, in der International New York Times gibt es jeden Tag auch immer für Erwachsene welche. Ja. Und da gibt es so den Strip von einem kleinen Erstklässler, der sich immer so wahnsinnig ärgert, dass er in die Schule gehen muss und die Lehrerin so streng ist. Und dann sieht man ihn einmal da sitzen und schreibt an seinem Pult und dann sagt die Lehrerin Miss Wormwood, was machst du denn gerade? Ich schreibe hier einen Vertrag, wonach sie mir einen Ausfall ersetzen müssen, wenn ich in der Schule nichts lerne und später kein Geld verdiene. Dann sagt sie, geh zurück an dein Pult. Wenn du nichts verdienst, dann liegt es daran, weil du zu faul bist. Und dann sitzt er wieder da, schwarze Wolke. Irgendjemand muss doch zahlen, wenn ich nichts lerne. Und das sage ich, so denkt man in der Gesellschaft heute ganz häufig. Ach, ich bin nicht für mich verantwortlich, sondern die Gesellschaft ist für mich verantwortlich. Der Staat ist für mich verantwortlich. Und da sage ich, wir müssen eben lernen, dass wir nicht nur für uns verantwortlich sind, sondern dass wir auch verantwortlich für den Zustand der Gesellschaft haben. Ja, und das ist ja, sieht man ja in der Corona-Zeit, nun wirklich bekommt man das ja täglich vor Augen geführt, dieses Denken. Welches Vorbild haben Sie denn? Diese Frage haben wir auch mal Menschen auf der Straße gestellt. Sag mal, wer ist mein Vorbild? Ja, ich habe bestimmt irgendwelche Vorbilder, aber lange nicht drüber nachgedacht. Jetzt gar nicht so wirklich. Oh nee, ich habe schon lange keine Vorbilder mehr. Michael Jordan war mein Vorbild, als ich Basketball gespielt habe, aber seitdem nicht mehr. Ich kenne ein paar Kapitäne, die ziemlich geil drauf sind. Also, ja. Michelle Obama wäre so eine Frau, die ein Vorbild ist. Harpe Kerkeling. Warum? Weil er so lange schon dabei ist, weil er unglaublich witzig ist. Weil er klug ist. Ganz klassisch eigentlich meine Mama. Ja, sie ist mit 19 Jahren nach Deutschland emigriert und hat sich dann so ein bisschen hoch erarbeitet. Und das, ja, mein Vorbild. Ich habe Philosophen, die als Vorbild für mich sind. Wie ein Philosoph heißt Michel Foucault. Und dass man auch immer wieder Gedanken darüber macht, wie die Gesellschaft funktioniert und was muss geändert werden soll. Ich wollte Sänger werden, ich hatte Udo Lindenberg als Vorbild, den fand ich großartig. Dalai Lama ist ein gutes Vorbild. Wer ist noch ein gutes Vorbild für mich? Meine Mutter ist ein gutes Vorbild und Käse. Also, das finde ich sehr lustig. Die Mutter kommt, also die eigene Mutter kommt oft vor. Es würde mir auch als erstes einfallen. Wie ist es mit deinem Vater? Das war ja so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis. Einerseits wolltest du auch Diplomat werden wie er und trotzdem habt ihr euch sehr aneinander gerieben, ne? Ja, vielleicht liegt das daran, vielleicht waren wir uns zu ehrlich. Zu ähnlich. Ach, zu ähnlich. Vielleicht waren wir uns zu ähnlich, das kann schon sein. Also, ich schreibe Bücher, weil der Bücher geschrieben hat. Also, als ich als Kind nach Hause kam, saß der immer in einem Sessel und tat nichts, außer so ein bisschen rumzuschreiben. Und irgendwann dachte ich, ach, das ist ja schöne Beschäftigung. Und deine eigenen Kinder, die sind ja, also die aus deiner jetzigen Ehe sind ja noch recht klein, also 9-jährige Zwillinge. Wie ist es da? Das ist ja eine ganz andere Generation. Die werden ja auch mit ganz anderen Außenreizen, mit den ganzen sozialen Medien, mit dem Fernsehen groß. Wie vermittelt man da noch Vorbilder und Werte? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man denen Selbstbewusstsein beibringt. Dass sie sozusagen wissen, ich werde respektiert, auch schon als kleiner Mensch. Und wie ist es bei euch mit der Diskussionskultur? Also es ist ja wichtig, dass man auch jungen Menschen schon zeigt, es gibt auch andere Meinungen als deine. Hör dir die ruhig mal an. Naja, das ist, glaube ich, bei Kindern ja immer so, dass die mal die Meinung der Eltern hören und dass es nicht deren Meinung ist. Ne? Ja, und da muss man aber auch einen Streit und eine Diskussion zulassen. Ne? Absolut. Das heißt, das tut ihr auch. Ja, natürlich muss man das, klar.
Wir bleiben ein bisschen bei dem Thema, denn er, um den es jetzt geht, erntet für seine Aussagen oft Entrüstung und schäumende Wut, denn er ist so eine Art Enfant terrible der Meinungsfreiheit. Der Journalist Ulf Poschardt. Petra Werns stellt ihn den Gegenentwurf zum journalistischen Gutmenschen vor. Der aktuelle Ukraine-Konflikt, die Klimadebatte, eine galoppierende Inflation und Corona. Die Welt ist unübersichtlich und sehr komplex. Das muss man aushalten können oder man flüchtet sich in einfache Lösungen. Ulf Poschardt ist Chefredakteur der Zeitung Welt. Er mahnt, es sich nicht zu einfach zu machen. Ich glaube, die Komplexität ist was Gutes, aber sie ist natürlich idealer Nährboden für Unmündigkeitsdiskurse, für Vereinfacher, für Populisten, für Panikmacher, für Apokalyptiker, für Schönredner. Und es scheint, dass sich immer mehr Menschen nach dieser Entmündigung sehnen. Ulf Poschardt hat Philosophie studiert. Kants Wahlspruch, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, ist auch sein Leitbild. Er hat, bevor es Artificial Intelligence, bevor es Google und andere Helfershelfer im Digitalen gab, gesagt, die Unmündigkeit wird nicht von der Politik erzwungen, sondern unsere eigene Bequemlichkeit verhindert eigentlich, dass wir mündig werden. Wir machen ja auch alle Sport, damit wir fit bleiben und alt werden, gesund alt werden. Und zum mündigen Bürger gehört, dass er dreimal die Woche Sport macht und sich eigentlich jeden Tag für das interessiert, was in der Welt passiert. Sein Blatt gehört zum Springer Verlag. Poschardt ist streitbar. Freiheit ist für ihn auch Selbstbestimmung. Mir macht das die Laune kaputt. Ich fahre einen Sportwagen, ich esse Fleisch. Spaßfreie CO2-Reduktion. Für viele ist er ein rotes Tuch. Er argumentiert gegen Klimapolitik und ist als Autoliebhaber gegen ein Tempolimit. Das passt zu seiner Vorstellung von Mündigkeit. Ich kenne auch unmündige Raser, deren Verhalten ist absolut undiskutabel. Und zum mündigen Freund von schnellen Autos gehört eben ein aufgeklärter und verantwortungsbewusster Umgang mit diesen Autos. Auch auf die Corona-Politik hat er einen kritischen Blick. Lange vor der aktuellen Lockerungsdiskussion prangert er an, die Deutschen sind verbotsgeil. Es schält sich jetzt heraus, dass die Deutschen mit Freiheit im Zweifelsfall wenig anfangen können. Es gibt eine Mehrheit derjenigen, die es super finden, dass die Grundrechte so lange eingeschränkt sind. Deswegen finde ich auch erstmal gut, wenn Leute sagen, ich möchte auch meinen Unmut über die Corona-Maßnahmen artikulieren. Und deswegen finde ich Demonstrationsverbote schwierig. Und gleichermaßen wichtig finde ich, dass man denjenigen, die dort mit Judensternen rumlaufen, dass man die einzieht und dass die harte juristische Konsequenzen dafür bekommt. Ulf Poschardt ist finanziell abgesichert und Mündigkeit bedeutet für ihn auch positiven Stress. Zu allen Zeiten gab es zwei Typen von Menschen. Die einen, die sagt, oh Gott, es wird mir zu komplex. Und die anderen sagen, ey, wie geil. Meinen Kindern erkläre ich das wie mit einem Computerspiel. Man kommt immer, wenn man es drauf hat, eine Ebene weiter. Ulf Poschardt, ein Mann mit Lust auf komplexe Debatten und Meinungen. Ja, die Deutschen sind verbotsgeil. Das ist ja eine steile These, ne? Wie siehst du das? Tja, es ist mir noch nicht eingefallen, dass das so sein soll. Der Unterschied zwischen den Franzosen und den Deutschen ist vielleicht, die Franzosen machen genauso viele Verbote, sie führen sie nur nicht durch. Ja gut, aber es gibt ja nun auch wieder diese anderen Deutschen, die auf die Straße gehen, weil sie eben gegen die Verbote sind und sich nicht an die Regeln halten wollen. Es gibt ja beide Seiten. Das gibt es immer und ich finde es ja auf der anderen Seite auch gut, dass wir Demonstrationen haben wie Fridays for Future. Das sind ja auch Leute, die sagen, wir wollen für Klimawechsel und so weiter. Und das wichtig ist, dass die jungen Leute, dass denen klar ist, was Demokratie bedeutet, dass die dafür demonstrieren, dass sie sagen, wir wollen, dass die Regeln eingehalten werden, dass und unsere Umwelt geschont wird.
Haben wir nicht aber auch ein bisschen, deswegen hatte ich dich eben auch auf die Diskussionskultur zu Hause angesprochen, haben wir nicht ein bisschen verlernt, uns auch mal ganz in Ruhe und ohne uns gleich zu empören und wütend zu werden, auch mal anzuhören, was jemand zu sagen hat, der ganz anders denkt als wir? Also Toleranz ist eines der ganz wichtigen Regeln überhaupt. Und da haben wir natürlich das Problem, dass es jetzt die ganz, das, was woke nennt, nicht? Also man darf das nicht, man darf das nicht. Man darf ein Poem, ein Gedicht einer schwarzen Dichterin nicht durch einen weißen Mann übersetzen. Das ist, da ist Verrücktes drin. Ich sage mal, wenn die Leute das sagen, und dann ist es sehr schön, sollen sie es sagen. Ich dulde das, dass sie es sagen. Ich bin nur anderer Meinung und hoffe, dass sie mich auch dann dulden. Vielleicht sollte man sich auch mal ein bisschen mehr zurückhalten mit Schuldzuweisungen. Es ist immer dieses gleich Anklagen, ne? Ja. Wenn jemand... Ja, das verbieten dann. Aber das ist ja nun etwas, was in Amerika ganz streng jetzt im Augenblick läuft und schwappt zu uns rüber. Also man darf das nicht mehr. Also man darf ja das berühmte N-Wort schon gar nicht mehr sagen. Da wird man sofort beschimpft, weil man das und das. Also ich habe gerade Tom Sawyer noch mal gelesen, was übrigens kein Buch für Kinder ist, sondern was ein Buch für Erwachsene ist. Da wird natürlich immer von Nigger und solchen Sachen gesprochen. So, und jetzt gibt es die Leute, die sagen, das müssen wir alles rausstreichen. Ich sage, nein, wir müssen erklären, warum das damals so geschrieben worden ist. Aber dann, wenn man es rausstreicht, dann verschwindet das ja sozusagen aus der Wahrnehmung. Und wir müssen klar machen, es gab Sklaven, es gab die Art und Weise, Leute ganz fürchterlich zu beschimpfen. Und da müssen wir klar machen, das war damals so und daraus sollten wir lernen, dass wir es heute nicht mehr tun. Man muss ja auch verstehen, warum wir es heute nicht mehr tun. Also, ja, das ist ein weites Feld. Wie bist du denn umgegangen mit Kritik in deiner Zeit, also als du nun so exponiert warst als Moderator einer der wichtigsten Nachrichtensendungen im deutschen Fernsehen? Hast du darauf reagiert oder hast du es an dir abperlen lassen? Man lässt es nicht an sich abperlen, aber man kann auch nicht unbedingt immer reagieren. Also ich erinnere mich zwar, dass ich mal etwas zu dem Tibet gesagt habe und daraufhin und zwar gesagt habe, also schlimm, was die Chinesen da machen, aber man sollte nicht vergessen, hinzugucken, wie eigentlich die Dalai Lamas eine Theokratie damals sehr, sehr mit dem Daumen auf die Leute geführt haben. Und daraufhin wurde ich angegriffen von Graf Lambsdorff, der damals in der FDP eine große Rolle spielte. Und da habe ich dann gesagt, gut, da musste man dagegen schreiben. Da habe ich dann dagegen geschrieben. Aber grundsätzlich ist es so, man muss halt mit Kritik umgehen. Es kann sein, dass sie einen wirklich stört, dass man sie ungerecht findet. Ist klar. Also zum Beispiel hier, der Ehrliche ist der Dumme. Da befasse ich mich mit Regeln. Also wurde ich zum Beispiel im Spiegel 3 Seiten verrissen. Sagte Egon Bahr zu mir, gleich wird ein Bestseller. Warum? Wie kommt ein Fernsehmensch dazu, sich über solche Themen auszulassen? Das darf sozusagen, der darf das gar nicht. Also da wird einem das vorgeworfen. Ist dann eben so, muss man mit leben. Ja, Aufsehen ist ja in diesem Fall dann gar nicht schlecht. Erinnern Sie sich noch an Ulrich Wickerts immer seriöse, aber oft auch ein bisschen verschmitzte Art, die Tagesthemen zu moderieren? Hier ein paar Beispiele. Guten Abend, meine Damen und Herren, zum ersten Mal von diesem Stuhl. Anlässlich des ersten deutschen Kongresses der Gartenzwerge, der Donnerstag in Chemnitz beginnt, stellen Zwergforscher die Frage, ob es nicht den Zeitläufenden spräche, endlich einmal Zwerginnen zu schaffen. Nun wissen Eingeweihte, dass Gerd Schröder sich für Berlin eine Ampelkoalition wünscht, also eine Art rot-rote Regierung zusammen. Nein, fangen wir noch mal neu an. Wissen Sie, Patrick Leclerc, sitzt da ja? Am Telefon. Ah, guten Abend, Patrick Leclerc. Ja. Wissen Sie, wir rufen aus Damaskus und wollen ein Live-Gespräch machen mit den Tagesthemen. Das ist ganz wichtig. Da ist es wunderbar. Wir sind schon auf Sendung. Patrick Leclerc, können Sie mich denn hören? Das ist wieder eine dieser wunderbaren Ja, wir haben gleich keinen Satelliten mehr. Das sehen Sie. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend, meine Damen und Herren, und eine geruhsame Nacht. Wir werden uns wiedersehen.
Ja, so, genau so ist es gekommen. Wir sehen dich ja regelmäßig wieder. Wie verbringst du denn heute deinen Tag? Liest du die ganze Zeit Bücher und schreibst? Ja, also es fängt damit an, dass ich morgens erstmal ganz viel Zeitung lese, damit ich wirklich weiß, was in dieser Welt passiert. Also ich lese auch Le Monde oder die International New York Times, damit ich weiß, was in Frankreich oder in Amerika passiert. Und dann habe ich ja gerade einen Krimi fertig geschrieben. Wieder einen? Ja, dann wie viel hast du? Das ist mein siebter. Der siebte schon? Ja. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, ja. Und da schreibt man natürlich ein Buch, dauert eine Weile, bis man ihn geschrieben hat. Also da habe ich über ein Jahr lang dran geschrieben. Naja, dann geht man dann in die Schreibstube und dann schreibt man. Bist du diszipliniert? Also, ich bin sehr diszipliniert dabei, weil anders geht das gar nicht. Also es gibt ja die Leute, die denken, ach, einer, der Bücher schreibt oder Krimis schreibt, der trinkt erstmal eine Flasche Rotwein und dann fällt ihm was ein und dann tippt er das dann dahin. Und dann wird's. Nein, man muss da arbeiten wie ein Schreiner, sage ich immer. Jeden Morgen in die Werkstatt hobeln. Und ich mache das dann so, dass ich jeden Tag schreibe. Also ich habe dann abends fertig, dann am nächsten Morgen überarbeite ich das, was ich am Tag vorher geschrieben habe. Denn da merkt man plötzlich, da hat man, da ist es noch sehr holprig. Und wenn ich das dann überarbeitet habe, dann komme ich automatisch ins Weiterschreiben. Und wieder am nächsten Tag überarbeite ich es. Manchmal gehe ich dann einfach mal, sagen wir mal, zwei Kapitel zurück und fange da noch mal an, zu schleifen und zu sagen, ist es logisch? Und so arbeitet man sich vor und plötzlich hat man 300 oder 350 Seiten geschrieben und ist ganz erstaunt, dass man es geschafft hat. Aber da hat man ein Jahr lang dran gearbeitet. Ja, aber das ist natürlich ein schönes Gefühl. Und du hast ja mit diesem. Aber du weißt, man muss ja dann auch recherchieren. Also ich bei mir findet das ja hauptsächlich immer in Paris statt. Meine Hauptfigur ist ja ein französischer Untersuchungsrichter. Und wenn da irgendwas passiert, dann recherchiere ich ganz genau. Das kann man ja wunderbar, entweder muss ich da mal hinfahren und mal gucken, was hat sich in Belleville, wo der wohnt, inzwischen geändert. Und da war ich letztens mal, und das ist einfach ganz so, da gibt so ganz Kleinigkeiten, die man dort dann entdeckt und die man mit zwei Sätzen in solch ein Kapitel mit einfügt. Und plötzlich kriegt es noch einen kleinen, lustigen Schwang. Ja, das ist eine richtige Kunst. Also Ulrich Wickert hat sich ja mit diesem Krimischreiben ein ganz neues Terrain erobert. Und wer über den Tellerrand mal hinausblicken will, der tut auch gut daran, mal aus seiner Komfortzone rauszutreten und eben Neues auszuprobieren und auch sich nicht nur mit Gleichgesinnten zu umgeben. Darüber haben wir schon gesprochen. Und genau das finden auch ein Hip-Hopper und ein Philosoph aus Hannover, die sich immer mal wieder austauschen, wenn es um wichtige Fragen des Lebens geht. Karin Rowohlt hat ihnen dabei zugehört. Ein Hip-Hopper auf dem Weg zu einer Auseinandersetzung. Es geht für ihn um alles. Um Werte in Zeiten wie diesen. Für die, die nicht wissen, wer ich bin, mein Name ist Spex. Wofür ich stehe? Ich stehe für Haltung, Respekt und Rap. Meine Munition ist meine Meinung, die euch tief bedrückt. Habe Argus-Augen, die alles beugen da draußen. Die alles sehen und mitnehmen, doch nicht alles glauben. Oh, you wanna be hardcore. Stand up like a man. Professor Jürgen Mahnemann kennt Spex schon seit Jahren. Der Philosoph hat ein Buch geschrieben über die Philosophie des Hip-Hop. Einige Texte stammen von Spex. Philosophie kann von Hip-Hop lernen, dass Denken, Nachdenken über sich selbst mit anderen in Bewegung geschieht. Philosophie meets Hip-Hop. Zwei gar nicht so verschiedene Disziplinen auf der Suche nach Antworten. Mich interessiert natürlich, wie du aus Hip-Hop-Perspektive, Hip-Hop als Lebensform, wie es dir gelingt, Halt in haltloser Zeit zu finden. Hip-Hop beschäftigt sich mit der Herkunft und mit der Zukunft und dem Weg durch das Leben und des eigenen Ichs. Was ich probiere, ist, dass ich so in zurückblicke. Also in meiner Geschichte zu meinen Wurzeln komme. Ne? Ganz oft ist es so ein Selbstbestätigen von, ey, guck mal, du hast doch eine ähnliche Situation. Oder nicht mal die Situation, sondern du hast doch eine ähnliche Unsicherheitsphase schon mal durchlebt. Und worauf konntest du dich verlassen? Du konntest dich
auf dich selber verlassen. Also das ist, Rückgrat zu haben, ist letztlich ein Zeichen von Haltung. Und wenn ich herausfinden will, ob ich selbst Haltung habe, dann muss ich mich fragen, ob ich in bestimmten Situationen bereit bin, Nein zu sagen. Ja. Und zu sagen, hier gibt es eine Grenze für mich, diese Grenze überschreite ich nicht. Ja. Was lässt uns denn Rückgrat haben? Wie können wir dieses Rückgrat bekommen? Um als Person Haltung zu entwickeln, braucht es vor allen Dingen, brauchen wir zwei Dinge, Gelassenheit und Werte. Mhm. Ohne Werte, die mein Leben von innen heraus bestimmen, kann ich keine Haltung entwickeln. Man hat ja auch Angst, Rückgrat zu zeigen, man hat Angst, Haltung zu zeigen, weil du ja immer ins Kreuzfeuer kommen kannst. Es kann ja immer sein, dass du auf Menschen triffst, und das ist ja gerade in der jetzigen Zeit auch so ein Extrem, du triffst auf Menschen, du hast eine Haltung zu einem Thema, und die gegnerische Meinung ist nicht nur eine andere Haltung, sondern sie setzt dich sogar unter Druck. Also es gibt eine Bedrohungssituation, dass deine Meinung nicht nur eine andere ist, sondern sie ist falsch und sie ist böse, und dadurch geht was verloren. Dieses Unwohlsein, wenn ich da nicht drauf achte, kann dann bis zu, wie PsychologInnen das nennen, Dissoziationsprozessen, Aufspaltungsprozessen kommen, dass ich nachher die Kontrolle über mein eigenes Selbst verliere. Das heißt, wer sich von den Werten bewusst löst, vereinzelt und verliert die Kontrolle über sein Leben. Wenn wir fragen im Blick auf, was ist ein gelingendes, ein gutes Leben, so gibt es kein gelingendes, kein gutes Leben ohne Haltung. Wir gehören zusammen, wir sehen das als Gemeinschaft, weil man es nur gemeinsam schafft, gemeinsam macht, denn darum geht's bei Haltung. Halt im Sinne von festhalten, ich weiß, wer ich bin, nicht andere gestalten, ich gestalte mich selbst und auch mein Umfeld, gebe es weiter, reflektiere es in die Umwelt. Ja, da sind mal zwei aus ihrer Blase raus und haben festgestellt, dass sie sehr ähnlich denken. Ist Hip-Hop, ist das so eine Musik, die du dir auch mal anhören würdest, oder bloß nicht? Ja, kommt bei mir im Leben nicht mehr so vor. Eher Klassik wahrscheinlich, ja. Ne? Wir müssen noch mal einmal den Bogen schlagen zum Anfang. Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, was wohl für ein Verbrechen in diesem Studio passieren könnte. Du hast gesagt, eine Leiche, und ich bin die Mörderin. Und dann stellt sich die Frage, wie ist die Leiche umgebracht worden? Und zwar, wie? Ja, also als ich anfing, Krimi zu schreiben, habe ich mir überlegt, muss man da ganz besondere Möglichkeiten, besonderes Gift, das keiner merkt und so. Bis ich gelernt habe, in meinem ersten Krimi, da werden Leute mit dem Gewehr erschossen und so. Hier gibt es eine ganze Reihe von Toten in dem neuen Krimi. Aber das, wie die Leute umgebracht werden, ist nicht wichtig. Warum? Das ist das Wichtige. Und das müssen wir dann checken. Die Leiche, die du hier möglicherweise umgebracht hast, müssen wir checken, warum hast du sie umgebracht? Das klären wir dann bei deinem nächsten Besuch. Morgen moderiert die Kollegin Ilka Petersen. Haben Sie schon kennengelernt? Kennen Sie bestimmt von NDR 2 und von meinem Nachmittag. Zu Gast ist dann die Schauspielerin Petra Kleinert. So, jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Danke, Ulrich Wickert. Danke für die Einladung.